So, willkommen zu einem weiteren Let's Play. Nachdem ich das letzte Jahr quasi abbrechen musste, da ich die Missionen irgendwie schon hatte, habe ich jetzt mal nachgeguckt. Ihr wisst es vielleicht sogar besser wie ich. In dem vorletzten Let's Play, oder in dem vorvorletzten, waren hier nur 3 Unfallopfer. Da war dieser 4. hier noch nicht. Aber das Gebäude und der Ort ist eigentlich dasselbe. Und das soll wohl zufallsgeneriert sein. Und dann kann es auch mal passieren, dass man quasi am selben Gebäude etwas veränderten Unfall hat. Und von daher ist das hier, ihr seht das ja auch an den Punkten, bei dem anderen Let's Play hatte ich noch viel weniger Punkte. Das war, glaube ich, jetzt, wo ich gerade in Hamburg gestartet bin. Da hatte ich die Mission. Ja, von daher werde ich das jetzt einfach hier so weiterspielen. Es hatte mich ein bisschen irritiert, aber ich habe nachgeguckt, alles gut. Und deswegen geht es jetzt hier einfach weiter. Abonniert mich auf Facebook, wenn ihr immer die neuesten Videos sehen wollt. Auf YouTube hat sich viel getan, viele neue Abonnenten, viele Klicks, aber bei Facebook irgendwie gar nicht. Und das würde mich doch auch freuen, wenn da ein bisschen was passiert. Und ich hol dich jetzt erstmal hier den Bergekran. Jawohl. Es gibt immer so viel zu tun, wenn hier so ein Unfallszenario erscheint. Notarzt benötige ich. Der kann sich erstmal dahin platzieren. Dann benötige ich ja hier ein RTW für das Unfallopfer. Okay. Ein RTW für das Unfallopfer hier unten. Den tue ich mal ein bisschen weiter nach unten setzen. Ja, und das war's auch erstmal mit den RTWs. Ich weiß nicht, hol ich noch einen zweiten Arzt? Nee, ich glaube, einer reicht. Ich will nicht zu viel Punkte ausgeben. Gehe mal hier auf Starten. Ich weiß jetzt nicht, brennt es auch? Das Gebäude ist jetzt irgendwie richtig eingestürzt. So, jetzt kommt natürlich der Verkauf, der Verkehr und staut sich hier. Der wird mich wohl auch ein bisschen behindern. So, da habe ich jetzt gleich wieder ein RTW verfügbar, jawohl. Dann kann ich ja schon mal hier vorne hinschicken. In Ordnung. So, Bergekran. Ich benötige den Bergekran zuerst. Um erstmal hier die Trümmer wegzuräumen. Ich hoffe, das ist erst der Notarzt. Der ist, das ist immer so der schnellste. So, der kann ja schon mal aussteigen. Sein Equipment da aus dem Kofferraum holen. Alles klar, dann kann er da einfach mal warten. Der Kran. Ja klar, der Kran. Direkt hier. Alles klar. Den kannst du mal befreien. Ich habe leider nur einen Bergekran. Bergungshelikopter. Ich weiß nicht, ob der auch Trümmerteile entfernen kann. Aber es kostet wohl auch alles Punkte. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt ausgeben, von daher mache ich das alles mit dem Fahrzeug hier. Was geht's? Jawohl. Ziemlich windig hier. Puh. Was geht's? Oh, Doktor. Okay. Was geht's? Mit der Trage. Sofort. Also es ist quasi das gleiche Szenario wie am Anfang von Hamburg, aber halt jetzt mit mehr Personen. Wir müssen uns so schnell wie möglich um alle Opfer des eingestürzten Gebäudes kümmern. Sie könnten sonst sterben. Also der Schwierigkeitsgrad steigt. Vielleicht schlägt die Mission auch Fail, weil hier jetzt halt 4 sind und ich nicht in der vorgegebenen Zeit Schafale zu retten. Dann müsste ich das vielleicht nochmal mit dem Hubschrauber zusätzlich versuchen. Wird gemacht.
So, der Doc kann sich schon mal hier positionieren. Erwarte Befehle. Die Jungs können den jetzt abtransportieren. In Ordnung. Bis die nämlich dann eingetroffen sind im Hauptquartier, dauert das ein bisschen. Und dann habe ich erst das vierte Fahrzeug hier, den vierten RTW verfügbar, um den letzten zu bergen. Ja, oder abzutransportieren. Und daher kann der gleich schon mal abdüsen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Bin bereit. So, ich packe die ja immer gerne mit dem Heck, wo die ein- und aussteigen, der Trage, so auf Höhe des Unfallopfers, damit die nicht hier und den RTW nochmal rumlaufen müssen. So, hier sofort. Den nächsten bitte. Fahrt ihn nicht um da. Was geht's? Mit dem Wagen könnte ich auch quasi hier parken. Da sitzt wohl ein Fahrer drinne, der den Notarzt dann hin und her kutschiert. So, die Jungs sofort. Können aussteigen. Was geht's? Die können auch schon alles mal aussteigen. Was geht's? Zu Befehl. Wenn man die dicht genug daran setzt, glaube ich, dann machen die den Schritt automatisch. Ich konnte das schon so ein bisschen beobachten. So, Doc. Wen haben wir hier? Dr. Albrecht. Opfer Verbrennungen vierten Grades. Ich weiß gar nicht, ist vierten Grades ganz schlimm oder ist ersten Grades wirklich schlimm? Ich glaube, ersten Grades ist nicht so schlimm, ne? Vierten Grades ist dann schon wirklich eine heftige Verbrennung. So, einen hast du noch da hinten. Wird erledigt. Bin bereit. Der Doc kann den nächsten hier nehmen. Das ist doch ein gutes, eingespieltes Team. Befreien, verarzten, abholen. Befreien, verarzten, abholen. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Der Doc braucht ein bisschen lange, ja. So, ihr könnt einsteigen. Den vierten RTW ist verfügbar. Den könnte ich ja schon mal da oben hinsetzen. Ist in Arbeit. Na, der Verkehr. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, Doktor. Gib mal ein bisschen Gas. Was hat denn der Verletzte? Höre. Opfer, auch Verbrennung vierten Grades. Bin bereit. So, der Kran kann weg. Ist in Arbeit. Ja. So, die fahren hier alle rückwärts. Ja. So, den drehe ich jetzt einmal. Alles klar. Perfekt. Jetzt muss der Arzt nur fertig werden. Brennen tut hier nichts. So, mach mal hinne. Simon. Mach hinne. 100%, okay. So, da hat er's. Jetzt bloß den anderen versorgen hier, bevor die Mission fehlschlägt. Wird gemacht. Ich kann noch mal ein bisschen vorspulen, dann sehen wir auch mehr. Knapp 10 Minuten sind auch schon wieder um. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht viel von dem Spiel gezeigt.
Wie viele Let's Plays soll ich denn machen? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer. Wie viele wollt ihr denn sehen? Schreibt mal in die Kommentare. Wollt ihr alle sehen? Wollt ihr das ganze Spiel sehen? Also ich bin jetzt bei der zweiten Stadt hier, beim zweiten Einsatzgebiet Hamburg. Ich weiß ja gar nicht, wie weit das hier geht. Gibt bestimmt noch Berlin. Habe ich anhand von Bildern gesehen. Bin bereit. Ich weiß gar nicht, was es da sonst noch so gibt. Bin bereit. Zu Befehl. So, hier habe ich alles. Bin bereit. Wird erledigt. Jawohl, und tschüss. So, der Verkehr muss ich erstmal regeln. Wunderbar. Erinnert mich ein bisschen wie der Verkehr in City Skylines oder SimCity. Nämlich Stau. Ich speichere einfach mal ab. Spielstand Nummer 1. Kennt ihr wahrscheinlich schon. So. Geschwindigkeit ist schnell. Punkte ohne Ende. Credits. 20.100. Mit Ihrem Budget können Sie sich neue Einsatzfahrzeuge. Okay, wenn das kommt, dann muss ich das hier immer kaufen. Sonst geht das nicht weiter. Jetzt pass auf. Kaufmenü am oberen Bildschirmrand. Zack. Tada. So, ich habe ja die Musik ausgestellt, deswegen haben wir jetzt keinen Sound. Deswegen sage ich jetzt mal ein bisschen was dazu. Ein 35-Tonnen-Kran. Die winken sich dazu. Hallo, hallo, jo. Betrunken auf der Arbeit. Da das Zeichen an dem Container hochexplosiv. Oh, und den lässt er jetzt fallen und dann knallt das aber richtig. Oh, da freue ich mich jetzt beim da drauf. Beim Beladen eines Frachtschiffs im Hamburger Hafen gab es eine Explosion. Mehrere Personen wurden verletzt und teilweise durch die Explosion ins Wasser. Oh, der hängt doch noch. Teile des Frachtschiffs und zahlreiche Container stehen in Flammen. Die Brände drohen sich weiter über das Hafengelände auszubreiten. Retten Sie die Ertrinkenden, versorgen Sie alle Verletzten, löschen Sie die Brände. Und verhindern Sie, dass sich die Brände auf ein weiteres Frachtschiff ausbreiten. Alter, wo ist noch ein Frachtschiff? Hier? Oh, wie soll ich das denn machen? Ja, mit dem Boot, was ich eben gekauft habe. Aber drei im Wasser. Zwei sind hier oben zu retten. Der eine hängt hier noch. Nein. Das wird ja schon wieder ein Überlängen-Let's Play. Oder ich mache vorher noch einen Cut rein. Ah, muss ich mal gucken. Also auf jeden Fall benötige ich hier erstmal dieses Boot. Feuerlöschboot. Ich weiß nicht, mit denen kann ich bestimmt auch die hier einsammeln. Ich schicke das erstmal hier zum, erstmal hier hin und dann. Na, fahr den ruhig über. Wird erledigt. Zum Löschen. Was haben wir noch? Drehleiterfahrzeug. Auf jeden Fall, um den zu retten. Das kann gleich mal direkt hier hinfahren. Dann benötige ich auf jeden Fall ein Tanklöschfahrzeug. Das Feuer, bis die nämlich hier sind, ihr seht das unten links, das ist eine ganz schöne Strecke, ist das Feuer hier bestimmt schon übergegriffen. Den schicke ich dann mal hier hin, das wird gemacht. Feuerlöschfahrzeug. Das andere Feuerlöschfahrzeug auf diese Seite. Ist in Arbeit. Ich weiß nicht, brauche ich noch Feuerwehrmänner? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lass es erstmal bei diesem Versuch. Auf jeden Fall brauche ich aber einen Notarzt. Verstanden. Ein RTW, der kann ja schon mal herkommen. Den parke ich einfach mal hier unten schon mal, okay, dass der schon mal vor Ort ist. Ein RTW, da hängt einer. Ich weiß nicht, inwiefern die anderen auf dem Schiff verarztet werden. Die sind wohl auch nicht verletzt. Doch, die drei im Wasser sind verletzt. Okay, ich lasse erstmal einen Arzt und einen RTW. Streifenwagen. Nee, denke ich nicht. Die Punkte kann ich mir sparen.
Abschlepper, Ingenieur, nee, Berge, nee, Bergungshelikopter. Ah, ich weiß jetzt nicht, kann das Schiff die aufsammeln oder brauche ich den Bergungshelikopter? Da steht oben rechts, Kranfahrer mit Drehleiterfahrzeug, habe ich. Alle Opfer mit Notarzt versorgen. Ein Notarzt, drei Leute, das reicht. Alle Opfer mit Sanitäterteam abtransportieren. Alles klar, dann kann ich schon mal bin dabei. Die beiden RTWs hier hinsetzen. Ist in Arbeit. Die ich noch übrig habe, alle Brände löschen, alle ertrinkenden Opfer retten und an Land bringen. Ah, okay. Bergungshelikopter. In Ordnung. So, und auf Play. Ich schalte mal hier hin. Da seht ihr, wie sie ausrücken. Bin bereit. Wir sollten sofort alle verfügbaren Land- und Wasserlöschfahrzeuge einsetzen, um die Brände einzudämmen. Unten links seht ihr auch, wo das Schiff da jetzt kommt. So, ich habe aber gar keine Zeit, groß zu gucken, weil der ist schon da. Ja. Bergen. Wie? Wir benötigen ein Motorboot. Damit können wir Verletzte vor dem Ertrinken retten. Ah, okay. Also benötige ich den Hubschrauber nicht, ja? Nee, das geht irgendwie auch nicht. Alles klar. Wir können das Feuerlöschboot einsetzen, um schwer zu erreichende Brände vom Wasser auszulöschen. Ich hatte doch zwei Sachen gekauft. Ich muss mal kurz Pause machen. Ich habe doch das Boot gekauft. So, das Feuerlöschboot. Und was denn noch? Das ist ja gar nicht drin. Oder gehört das zu dem Boot? Ich habe jetzt auch gar nicht aufgepasst. Ich muss mir das in dem letzten Let's Play, wo ich das gekauft habe. Oder ne, hier am Anfang war das, ne? Ach, ich bin so in den ganzen Spielständen schon so, ich bin da so verwirrt. So, was kommt hier? Da kommt das Schiff. Ja. So, aber die ganzen Fahrzeuge sind schon da. Mensch, das ging ja richtig flott. Erwarte Befehle. Sofort. Ja. Ist in Arbeit. Jawohl. Bin bereit. Ach, der rettet ihn schon automatisch. Da. Ja, wunderbar. Höre. Kann doch schon mal aussteigen. Ein Motorboot. Damit können wir Verletzte vor dem Ertrinken retten. Das ist da. Bin bereit. Zu Befehl. Ja, rette ich die oder lösche ich oder was mache ich jetzt zuerst? Bin bereit. Höre. Wird gemacht. So, was RTW. Gibt's? Okay. Ich hol die einfach schon mal. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Na, das Löschen dauert aber auch. Ja. Erwarte Befehle. Das ist auch nicht unbedingt schnell. Ah, jetzt. Unser Notarzt befindet sich in Gefahr. Jetzt habe ich den Hubschrauber weggeschickt, ne? Den kann ich doch bestimmt hier. Ah, wird erledigt. Das kostet Punkte. Höre. Ist in Arbeit. So, was ist da los? Die kommen ja gar nicht hinterher. Achtung, unser Notarzt wurde verletzt. Oh nein. Okay. Erwarte Befehle. Ah. Wird erledigt. Okay. Ich denke mal, das wird ein Fail. Ich denke mal auch noch hier Feuerwehrmänner, die alle möglichen okay. Hydranten bin benutzen. Dabei. Unser Arzt wurde verletzt. Ja, jetzt liegt der Arzt daneben. Nein! Achtung, unser Sanitäterteam befindet sich in Gefahr. Ich werd bekloppt. Rette erstmal den da.
Hubschrauber, komm. So. Alles klar. Nein, Notarztfahrzeug. In Ordnung. Was geht's? Löschen. Löschen. Nein, der Notarzt ist daneben umgekippt. Jetzt muss ich erstmal einen zweiten holen. Glaubt man das? So, löschen, 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 Jungs. Ah, der Notarzt braucht noch ein bisschen. Löschen! Lösch doch jetzt! Was geht's? Komm! Jawohl. Ach, Hubschrauber hat den ja noch wie an Angeln, ne? Den zweiten. Ah. Ach, der muss die da auch. Ah, weil das wahrscheinlich zu heiß ist hier. Ah, wenn das da noch aktiv brennt, muss ich die mit dem Hubschrauber rausholen. Hat er den jetzt nicht gerettet hier? Ne, der hat keinen an der Angel. Oh je. Ah, Notarzt ist da. Da bin ist er. Bereit. Verstanden. Was geht's? Ist in Arbeit. So, wo brennt das noch? Nur noch die Stelle. Dann können die nämlich die Leute aus dem Wasser retten. Da ist immer so die Frage, was geht vor? Was geht's? Die Ertrunkenen. Kann ich die gar nicht? Erwarte Befehle. Ah! Erwarte Befehle. Wir müssen uns sofort um alle Opfer in Ordnung kümmern, sonst riskieren wir, dass der Einsatz scheitert. Was? Hier brennt das jetzt auch? Wird gemacht. Erwarte Befehle. In Ordnung. Wieso brennt das denn jetzt hier? Wenn wir Verletzte im Wasser nicht mit dem Motorboot retten und an Land bringen, werden sie ertrinken. Erst dann können sie versorgt werden. Mit dem Motorboot, ja, ich hab doch ein Motorboot gekauft. Bin ich jetzt irgendwie völlig schuckel? Hier ist aber keins. Helikopter, Bergefahrzeug, wie immer. Ach, hier kann man runterscrollen. Och, Menno. Oh Mann, man kann hier runterscrollen. Dann gibt es hier Transportfahrzeug, Motorboot. Das muss ich wahrscheinlich hier hinsetzen. Und dann lässt es wohl dieses Boot ab. Wo auch immer. Hier. Oder? Ich weiß es gar nicht. Probier das da einfach mal. Wenn ich jetzt nicht schon hier verloren habe. So, Doc, was machst du denn jetzt? Erwarte Befehle. Achso, der hat einen jetzt versorgt. So, RTW. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit, ja? Sofort. Ja? Oh Mann. Wird gemacht. Das war gar nicht gut. Bin dabei. Was geht's? Aber ganz und gar nicht. Weil mein Arzt hier mit umgekippt ist. So, löschen, löschen, löschen. Wird erledigt. Ach, das wird schon gelöscht. Höre. Sofort. Ah, die kommen auch nicht richtig ran da. So, Heli hat ihn. Bin bereit. Wird erledigt. Kein Problem. Lasst ihn ab. Wo hatten wir denn das Boot hier vorne? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Da müsste er jetzt ankommen. Da ist er. Bin bereit. Wir sollten unser Motorboot an einer freien Anlegestelle ins Wasser lassen. Ah, hier bin ich doch richtig. Ah, das habe ich schon mal richtig gemacht. Na.
wenigstens etwas, ne? Das Schiff kann beiseite fahren. Bin bereit. Der Hubschrauber kann jetzt, ich pack den erstmal hier an der Seite. Vielleicht benötige ich ihn noch. Brand ist... Oh! Es brennt hier drüben! Alles klar. Bin bereit. Was geht's? Und hier? Alles klar. Bin bereit. Boot ist im Wasser. Ja. Ja. Ist in Arbeit. Höre. Wird gemacht. So, Doc. Erwarte Befehle. Sofort. Erwarte Befehle. Oh, es brennt, es brennt, es brennt. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Verstanden. Bin bereit. Es brennt überall. Verstanden. Ich glaube, ich nenne das Let's Play auch Es brennt überall. So, es gibt noch viel... Ach, die haben jetzt alle eingesammelt. Ja, sauber. Und hier an Land bringen wahrscheinlich. Okay. So, ich mache jetzt aber einfach Pause. Speichere einmal sicherheitshalber ab. So. Das ist wohl noch ein bisschen Arbeit hier, aber das werde ich in den nächsten Let's Play zeigen. Das produziere ich wie immer gleich im Anschluss. Ob ihr es heute Abend sehen könnt, lasst euch überraschen. Das war euer Major Skippy mit Emergency 2016. Kommentare, Facebook-Like, Video-Like. Ich würde mich drüber freuen. Macht's gut.